Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich ein Video, was ich schon die ganze Zeit mal irgendwann machen wollte. Und zwar werde ich heute mit euch gemeinsam eine von den Amazon Beauty Surprise Überraschungsboxen auspacken. Ich habe die Videos immer sehr gern angeguckt, sowohl bei meiner lieben Frühlingsrolina als auch bei Claudis Welt. Und ich glaube, ich habe denselben Versender, Anbieter wie Claudis Welt genommen. Und ja, ich hatte nämlich zum Geburtstag einen 25-Euro Amazon-Gutschein bekommen und habe den da gleich quasi investiert. Und ich glaube, ich habe mein Päckchen hat irgendwie 21 Euro ein paar zerquetschte gekostet. War super schnell da. Hier ist das gute Stück. Ich habe hier schon aufgeschnitten. Ist relativ schwer, hat ein ganz gutes Gewicht. Es ist relativ kompakt. Ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber wir lassen uns überraschen, was drin ist. Bevor wir aber reingucken, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass aktuell noch eine schöne Verlosung am Laufen ist. Und zwar könnt ihr noch bei meiner Chorus-Verlosung mitmachen. Wenn ihr da noch nicht teilgenommen habt, dann schaut unbedingt bei dem Video vorbei. Ich verlinke euch das unten. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr und ihr zeigt mir damit, dass die Inhalte, die ich für euch produziere, euch Spaß machen. Klar, einen Daumen nach oben könnt ihr natürlich auch immer gerne da lassen. Ja, genug der Vorrede und jetzt machen wir dieses Kästchen mal auf. So, also verpackt finde ich ist schon mal ganz, ganz ordentlich. Ich mache mal hier so auf, seht ihr gleich. Ah ja, okay, da scheinen, glaube ich, ganz spannende Sachen drin zu sein. Ich werde das mal wieder hier auf diesem Kindertischchen platzieren hier neben mir und werde dann immer so quasi reingreifen. Ja, das sieht doch echt gut aus. Okay, bin ich echt mal gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, Leute. Guck nochmal. Wow, also da sehe ich gleich irgendwie oben drauf ein paar Sachen, die mich ganz schön ansprechen, ja? Also wir gucken mal. So, also. Das ist das Paket. Ja. Also 21 Euro habe ich dafür gezahlt. Ich werde am Ende auch nochmal, vielleicht schreibe ich euch mal unten in die Box rein. Ich schaue mal, ich recherchiere, was die Produkte einzeln gekostet hätten. Und wenn ich es eben alles rausfinde, dann blende ich euch am Ende die Zahl ein. Und was ich dafür bezahlt habe und schreibe es euch natürlich auch unten nochmal in die Box. So, also das ist das gute Stück. Gut gefüllt. Wow, okay. Geil. Ich bin jetzt schon begeistert. So das, was ich aus den Augenwinkeln schon so blitzen sehe, ist schon echt. Also das erste Mal, was ihr gleich, das habt ihr ja gleich oben drauf gesehen, deswegen schauen wir uns das alles allererstes Mal an. Und zwar ist von Kiss New York eine Magic Gel Maske. Eine Wunder Gel Maske mit grünem Tee drin. K-Beauty, also Green Beauty. Und Kiss New York ist eine schöne Marke und wollte ich immer schon mal irgendwie gerne auch was ausprobieren. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch so Masken haben. Gelmaske finde ich auch ganz geil. Mattierend, ja, ist jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt so dringend brauche. Ich mag es immer ganz gern glowy, aber cool. Ja, und selbst wenn ich sie jetzt nicht verbrauche, ist es auch was Schönes zum Verschenken. Oder für eine Gewinnspielüberraschung. Und dann, ich glaube es ja kaum, ich bin völlig begeistert. Guck mal, was da für eine geile Palette drin ist. Eine von diesen kleinen Essence. Ich glaube, die sind rausgegangen jetzt, ne? Essence Nude Eyeshadow Palette. Und zwar ist das die 10 Matching Nude Colors. Nee, Quatsch. Nee, naja, okay. Also, nein. Sie heißt natürlich, wie heißt sie denn? Die heißt einfach nur Essence Nude Eyeshadow Palette. Und ich dachte, 10 Matching Nude Colors ist der Name, aber das ist natürlich nur die Beschreibung. Und dann geht's noch weiter. Ja, coolio. Finde ich gut. Also, da freue ich mich. Also, ja, mal schauen, was jetzt noch so drin ist. Da habe ich noch was gesehen, wo ich mich irre freue, weil ich nämlich weiß, wie toll die Produkte sind. Hier von Hypoallergenic. Ist was drin und das ist ein Contour-Stick. Der könnte jetzt ein Ticken zu dunkel sein für mich. Der wird eventuell in eine Verlosungsbox landen. Das ist ja von bei Müller gibt es das. Und das ist eben, habe ich euch öfter schon vorgestellt, Produkte der Marke Hypoallergenic. Das sind einfach, ja, das sind halt für sehr sensible Haut geeignete Produkte. So, dann. Was haben wir als nächstes? Ich gehe mal hier wieder so rein. Ach, cool. Ist ja auch lustig. So ein Silikon-Make-up-Schwämmchen. Flawless. The Silly Helpers. Ja, den werde ich auch selber behalten und nutzen. 3D Make-up and Concealer Pad. Ja, perfekt. Wollte ich immer wieder ein Tranoil besorgen. Dann ist da noch was Interessantes, was mich da so anspitzt. Ach, cool. Ja,
Leute, ich bin begeistert. Hier Essence Insta Perfect Liquid Highlighter und auch eine sehr schöne Farbe, so ein Gold Addiction, ja, so ein Gold, aber das sieht relativ silbrig aus. Ach, der ist auch noch schön zu, ja. Okay, sind alle original verpackt offensichtlich, die Produkte. Mache ich jetzt nochmal nicht auf, aber ja, sieht cool aus. Könnte ich durchaus gebrauchen. Und da ist noch was von Hyperallergenic drin. Ich bin ja begeistert. Was sind das? Make-up Primer Stick. Oh, wusste ich gar nicht, dass die sowas haben. Auch sehr geil. Ja, den werde ich wahrscheinlich ganz gerne ausprobieren. Mal schauen, ob der was für mein Häutchen ist. Ich habe hier irgendwie in diesem Licht gerade so eine wahnsinnig rote Nase. Es tut mir leid, ich weiß nicht. Ich habe es vorhin im Spiegel nicht so wahrgenommen. Ihr müsst mich jetzt leider mit so einem Clownsnäschen ertragen. Ich bin heute nicht so, so sehe ich normal aus in Corona-Zeiten. Bisschen Lippenstift drauf und fertig. So. Und nicht, guck mal, hier so mit Clownsnäschen. Egal. Also dringend benötigte Make-up-Nachschub. Und ja, werde ich sehr, sehr gerne testen. Ja, sagt mal, Leute. Und die Dinger kosten so, glaube ich, schon 5, 6 Euro, sowas. Also mega. Boah, was ist das für eine geile Box? Oder ist es jetzt dann nur das erste Mal, wenn ich bestelle? Ist sie so geil? Ich glaube, in 2, 3 Monaten werde ich sie wieder bestellen. Was haben wir hier wieder Geiles? Bouncy Bronzer Caribbean Vibes von Catrice. Das ist ja besser als jeder DM-Haul, Leute. Ich bin völlig begeistert. Den möchte ich jetzt aber mal aufmachen. Das ist alles hier schön original verpackt, nicht angedipschelt und gar nichts. Ich bin völlig begeistert. Also bisher jetzt. Mal schauen. Und auch bisher jetzt noch kein Nagellack und kein Lippenstift. Das hieß immer so, da ist so viel an Nagellack und Lippis. Aber ich glaube, da ist schon noch einiges drin. Aber wir werden gleich, wir machen gleich weiter. Ich will ja nichts vorwegnehmen. Okay. Ja, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob der, der sieht so ein bisschen nach wenig. Der riecht so nach Kokos. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber was mich so wundert, er sieht so ein bisschen angedapschelt aus. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen, oder ist vielleicht einfach durchs, aber egal, jetzt komm. Also sei nicht so super creme. Ach. Das ist ja eine lustige Konsistenz. Fühlt sich an wie diese geilen Teile von Zoeva. Also das, ja, okay. Nicht überkritisch sein. Geiles Produkt. Schauen wir gleich mal, was der macht auf der Haut. Oh, sieht schön aus. Seht ihr das? Ja, sieht man ganz gut, ne? Jetzt habe ich natürlich auf meiner roten Nase noch so ein Highlighter. Ach, ist auch nicht verkehrt. Lassen wir mal. So, weiter geht's. Geile Produkte. Ich bin begeistert. Was haben wir hier? Ha, auch nicht schlecht. Von Essence My Beauty Lip Ritual Nourishing Balm. Kann man auch immer gebrauchen. Kriegt im Zweifelsfall einer von meinen Jungs. Die lieben nämlich so Labello. Und wenn das so ein ganz purer ist, dann können die Jungs den ja auch haben. Sieht cool aus, oder? Ja. Auch gut. Es sind halt wahrscheinlich alles Produkte, die wahrscheinlich die rausgegangen sind oder die rausgehen oder keine Ahnung oder nicht so gut gehen. Geil, noch was von Hyperallergenic. Was geht denn hier ab, ja? Ein Matte Liquid Lipstick, eine wunderschöne Farbe, werde ich jetzt nicht aufmachen. Das ist so ein klassisches Verlosungsobjekt, weil ich ja so wahnsinnig viele Lippenstifte immer habe. Und ich glaube, der landet in einer schönen Verlosungsbox für euch. So. Was haben wir jetzt hier? Ah, okay. Das ist auch was in der Verlosungsbox landet, weil ich sie einfach nicht verwende. Das sind hier nochmal so Fake Lashes von Essence. Eigentlich sehr hübsch, so ganz dezente Sky High Lengths, also ganz lange, aber dünne, so feine Lashes to Impress. Die landen auf alle Fälle auch in der Verlosungsbox. Ich glaube, ich muss mal wieder so eine fette, random Großverlosung machen. Geil! Ach, die liebe ich ja auch total! Diese wunderschönen Essence Lippenstifte ist auch einer drin. Ein Velvet Matte Lipstick und das ist eine sehr schöne Farbe. Das ist nämlich so ein, das ist eine Farbe, die ich definitiv sehr gerne trage. Weil die ja auch nicht so, die sind ja nicht so intensiv, diese Dinger. Soll ich den mal swatchen? Aber der ist gerade noch so schön unberührt. Ach komm, einmal swatchen. Den behalte ich eh. Schaut mal, das ist eine geile Farbe, oder? So ein Schokobraun. Ja, ist schön. Aber ist natürlich jetzt eher was Winterliches, ne? Aber auf alle Fälle ein schönes, eine schöne Sache. So, und jetzt kommt hier Nagellack-Party auch noch. Da nehme ich gleich mal zwei raus, weil das die gleiche Linie ist. Und zwar von Essence Shine Last and Go. Einmal in den Nuance All That Jazz, richtig geiler Sommerton und hier auch so ein dezentes Grau. What is this feeling? Beide schön, der wird wahrscheinlich verschenkt. Grau ist, schaut bei mir so ein bisschen komisch aus bei meiner blassen Haut, aber das ist perfekt für den Sommer, für die Fußnägelchen zum Beispiel. So, dann sehe ich noch was für die Nägelchen. Finde ich aber jetzt auch, also bei so vielen Produkten dürfen auch 3, 4 Nagelsachen drin sein, finde ich. Ach cool, ein Fast Cuticle Remover, kann man ja immer mal gebrauchen. Ich bin immer so faul, mit meinen Nägeln so viel zu machen, aber falls ich den nicht selber benutzen sollte, weiß ich, auf alle Fälle habe ich viele Mädels
Freundin, Verwandte, die sowas gebrauchen können. Also da geht es vielleicht, wird es vielleicht weitergeschenkt. So, was haben wir denn noch? Dann auch, ja, ich glaube, die sind standardmäßig immer drin. Hier diese Dinger, ich benutze die, jetzt brauche die nicht unbedingt. Sind auch ganz süß aus, zwar mit den Farben, diese Eyeshadow Applications. Mal schauen, vielleicht landen die auch in der Verlosung oder ich schenke es meinen Nichten. Ich glaube, die finden sowas auch ganz geil. So, was haben wir als nächstes? Ah, okay. Hier noch O von Manhattan. Finde ich aber auch ganz geil. Noch so ein schöner Nagellack. Und der ist auch, also der ist auch nicht schlecht. Don't Tell. Auch wieder ein Gel-like Nagellack. Der könnte meiner Schwiegermutti gut gefallen. Eventuell ist der was für die. Die mag so diese perligen Töne. Und dann ist, glaube ich, noch ein Nagellack. Und aber auch ein schöner von Catrice. Das ist, glaube ich, eine LE. Was ist denn das für eine Limited Edition Merry-Go-Round? Und da habe ich Happiness and Success. So ein lila Schimmerton. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt tragen würde, ist aber prima was zum Verlosen oder zum Verschenken. Also ganz nette Ausbeute und nicht so schrecklich viel Nagellack, wie ich befürchtet hatte. Es kommt zwar noch ein bisschen was, aber gut, jetzt lass uns mal ganz kurz hier noch. Was habe ich denn hier noch? Ah, okay. Hier ist noch von Manhattan einer. Ein richtig krachblauer, auch ganz geil. Magnetic Blue, auch nicht schlecht. Und dann habe ich hier nochmal von diesem Insta-Perfect Highlight. Das finde ich ein bisschen schade, dass es zweimal dasselbe Produkt ist, auch wenn es in einer anderen Farbe ist. Aber das ist der Rosé Fever. Also vielleicht eventuell werde ich dann eher den Rosé behalten und den goldenen weiterschenken. Mal gucken. Und dann habe ich hier von Sleek, Barely There, ein True Color Lipstick. Und Sleek habe ich tatsächlich kein einziges Produkt. Der ist noch völlig zu verpackt, original. Das ist aber eine Farbe, die perfekt bei mir passt. Und den werde ich auf alle Fälle behalten. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann geht es noch weiter. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch ein Lipgloss von Essence. Crystal Wet Look Lipgloss. Ja, auch schön. Eventuell auch was für meine Nichten. Die Mädels, die so pure Lipgloss und sowas brauchen, die ja ständig verwenden, die gerne. Das geht vielleicht an meine Nichten. Dann haben wir hier, cool, da freue ich mich sehr, noch einen Eyeliner, Melted Chrome. Und das ist eine geile Farbe und das ist eine richtig schöne Sommerfarbe, finde ich. Und den probiere ich aus, weil den werde ich auf alle Fälle verwenden, selber. Und das ist ja herrlich. Guckt mal, da mache ich, kann ich so ein Rosé. Wow, okay, der ist richtig toll. Wow, okay, super. Ja, werde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich hoffe, die sind wahrscheinlich wasserfest, oder? Flüssiger Eyeliner, mehr steht jetzt da nicht. Wobei, also wasserfest lieber nicht, aber halt so länger haltbar. Aber das sind sie bestimmt. So, was haben wir hier noch drin? Geil, nochmal was von Hypoallergenics. Und diesmal noch diese, die habe ich, glaube ich, auch noch keinen ausprobiert. Metallic Liquid Lips, auch sehr schön. Ist auch ein Kandidat zum Behalten, ist aber auch ein Kandidat zum Weiterverschenken. Mal gucken. Und dann habe ich hier noch so drei Stifte. Sind das jetzt alles Lip Liner oder ist es nein? Ich habe hier noch ein 24 Waterproof Color Eyeliner. Und zwar von Manhattan ist der. Was sind das für eine Farbe? Sparkly Anthracite. Also das ist quasi dieses Grau von dem Deckel. So ein dunkelgrau mit Glitzer. Auch nicht schlecht. Mache ich jetzt aber auch nicht groß auf. Muss ich mal gucken. Da habe ich so viele in Benutzung. Da werde ich jetzt lieber noch nicht anbrechen. Und dann habe ich hier noch zwei Lip Liner von Essence. Smoky Crystal. Ultra Long Lasting Eye. Ach nee. Gar nicht Lippen. Das ist für die Augen. Ultra Long Lasting Eye Pencil in so einem Amethyst, in so einem lila Ton. Auch ganz schön. Und dann noch ein Lip Liner. In so einem richtig schönen krassen Rot oder Kirschrot. Head to my toes. Auch hübsch. Ja. Und mit einem Shapener. Also eigentlich echt schöne Farbe. Guckt mal. Das ist auch echt eine total gute Farbe für mich, für meine ganzen roten Lippis, die ich gerne trage. Also super. Leute, mega Ausbeute, würde ich sagen. Ich bin völlig begeistert. Ich habe hier 21 Euro hingelegt und habe wirklich tolle, tolle Produkte. Und selbst wenn ich nur so ein Drittel oder die Hälfte behalte, habe ich, also bin ich mega begeistert, weil vieles kann ich super gebrauchen zum Verschenken. Oder wie gesagt, für eine schöne Überraschungsgeschenkebox für euch. Mal schauen. Und ja, also werde ich bestimmt bald wieder bestellen. Begeistert. Und vor allem auch geil, dass auch so eine kleine Palette dabei war. Klar, es sind jetzt natürlich hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Nagellacke. 6 Nagellacke drin, ja. 1, 2, 3, 4, 6 Nagellacke und ein so ein Teili hier, so ein dieses Essence-Dingchen, aber ja, coole Sache. Wird auf alle Fälle überstellt. Ja,
Ich werde euch jetzt an dieser Stelle, wenn ich es irgendwie rausfinden konnte, werde ich euch dann hier mal, jetzt muss ich mich gerade mal kurz, Entschuldigung, einmal kurz anders hinsetzen, werde ich euch hier dann auf alle Fälle einblenden, was die ganzen Produkte regulär gekostet hätten und was ich bezahlt habe. Ja, und insgesamt muss ich sagen, bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Also das Einzige, was vielleicht noch ganz cool gewesen wäre, wäre vielleicht noch eine Foundation gewesen oder irgendwas Pudermäßiges oder keine Ahnung, sowas. Aber das ist jetzt echt, also ja, also wirklich eine coole Ausbeute fürs erste Mal. Wird wie gesagt wieder bestellt und Nagellacke wird man schon auch irgendwie los. Also ich kenne viele Leute, die sich über Nagellacke freuen. Das finde ich immer so als kleines Extra zum Geschenk auch immer ganz nett, ja. Also, Daumen nach oben und ja, wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, vergesst nicht bei meiner aktuellen Verlosung noch mitzumachen, bei der Chorus-Verlosung. Da habe ich euch den Link natürlich auch quasi unten drin und jetzt auch nochmal, habe ich euch auch hier nochmal eingeblendet gehabt. Und ja, dann freue ich mich, wie gesagt, sehr, wenn ihr Lust habt, mir ein Abo dazulassen. Ihr unterstützt mich damit sehr und für euch ist das Ganze kostenlos. Und auch über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer sehr. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr schon mal so eine Überraschungsbox bestellt habt und wie, was ihr da so drin hattet und ob ihr damit zufrieden wart. Und wenn euch Spaß gemacht hat und ihr Bock habt, schreibt es mir auch rein. Dann werde ich mir demnächst mal wieder so ein Teilchen bestellen, weil ich finde, das ist irgendwie, ja, ist echt so ein Überraschungself für Erwachsene. Und vom Preis finde ich es ja echt okay. Also muss man echt, kann man echt nicht meckern. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!